Also ihr könnt da gerne nochmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht an den Anfang des Videos schneide, aber ich habe ja schon Videos 2020 dazu gemacht, zu diesen gesamten Sachen, was Corona ist, wie das aussieht, was ich davon halte, wie das vielleicht am Ende sich verhält. Da habe ich 3 Videos zu gemacht. Die verlinke ich alle hier oben am Bildschirmrand, links oben. Früher, weiß ich nicht, mein Vater und auch meine Eltern haben immer gesagt, das ist halt wie so eine normale Grippe oder wie so eine etwas dollere Erkältung. Kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage, ja. Und yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozorg Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal, ja, zu einem Classic Meinungsvideo, kann man ja so sagen. Im heutigen Video geht es darum, wie ihr schon am Titel erkannt habt, meine Corona-Erkrankung oder meine Erfahrung jetzt mit der Viruserkrankung. Denn ihr hattet ja mitbekommen, vor jetzt gut 10-11 Tagen haben die Mira und ich uns ja sozusagen angesteckt gehabt, waren krank. Dann waren wir jetzt ja 7-8 Tage in Quarantäne. Ich habe ja dann vorgestern den Test gemacht für, also das Freitesten von der Corona-Erkrankung und habe halt mich sozusagen dann dort mit einem Antigen-Test nochmal getestet, der dann negativ ausgefallen ist und war dann am Nachgang noch bei der PCR-Teststation, wobei diese noch einen Wert unter 30 ausgegeben hatte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, also vor 2 Tagen, war der Antikörperwert im Körper noch nicht hoch genug, um halt sozusagen das Haus zu verlassen. Jetzt sind wieder 2 Tage später, also das heißt, wir haben jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, dass der Körper sich daran gewöhnen konnte und sozusagen mehr Antikörper aufbauen konnte. Und im heutigen Video möchte ich euch einfach nur so ein bisschen den Prozess erklären und den Prozess sagen, wie das bei mir halt genau abgelaufen ist mit der Corona-Erkrankung. Wie gesagt, am Anfang, ich habe keine Ahnung, wo ich mich angesteckt hatte und wo ich mir sozusagen den Virus eingefangen hatte. Aber für mich an sich war das auch gar kein Problem, sage ich jetzt mal, gewesen. Ich habe die ersten Tage gar nichts gemerkt gehabt. Also ich muss mich theoretisch gesehen vor 20 Tagen, also noch bevor das Video mit, ich weiß gar nicht, ob wir meine Tante und die Verwandten gezeigt hatten im Video, weiß ich gar nicht mehr bei der Mira auf dem Kanal, aber es muss auf jeden Fall davor gewesen sein. Das heißt 1, 2, 3 Tage davor, wo ich für den Vati unterwegs gewesen bin, am Einkaufen, höchstwahrscheinlich im Supermarkt, an der Kasse oder irgendwo an einem, an einem Einkaufswagen oder sowas. Irgendeiner hat dagegen genießt, dann habe ich das angefasst oder so und dann habe ich mich infiziert. Und ich war ja dann theoretisch gesehen unsymptomatisch, höchstwahrscheinlich krank gewesen, schon 2, 3 Tage, also übers Wochenende. Als ich am Freitag mit unserer Verwandtschaft zusammen gewesen bin, das heißt also mit der Tante, dem Onkel, dem Schwager und der Freundin des Schwagers, da war ja noch nichts gewesen, da hatte ich auch keine Symptome. Da ging es mir auch richtig Bombe und gut. Und auch von unseren Verwandten hatte ich zu diesem Zeitpunkt niemanden angesteckt. Also wir haben dann natürlich direkt danach auch die Leute, also unsere Kontaktzurückverfolgung gemacht und haben danach geprüft, okay, mit welchen Leuten hatte ich denn Kontakt gehabt und wen könnte ich denn infiziert haben. Da hat man dann halt das Ganze auch nachgeguckt. Ich habe dann auch nochmal rekapituliert. Das ist immer das Schöne, weil ich ja so viele, ihr wisst es ja, ich mache ja viele Instagram-Stories. Immer wenn ich unterwegs bin oder irgendwas zu berichten habe, dann seht ihr das auf Instagram ein bisschen früher. Also falls ihr noch keine Follower bei mir auf Instagram seid, ladet euch doch mal die Instagram-Handy-App runter und folgt mir mal auf Instagram, liked auch mal 2, 3, 4, 5 Bilder von mir, schreibt gerne auch mal zu 1, 2, 3, 4, 5 Bildern einen Kommentar, dann werden nämlich auch meine Inhalte auf Instagram besser vorgeschlagen. Also auf jeden Fall habe ich dann über dieses Archiv, das Facebook-Archiv, weil Instagram ist ja mit Facebook, also mit Meta-Konzern gelinkt, habe ich nachverfolgt, wo ich gewesen bin und welche Stationen ich besucht habe und welchen Personen ich theoretisch begegnet bin. Ich bin ja ansonsten wenig draußen gewesen und die Menschen, denen ich begegnet bin, zu denen hatte ich weniger oder nicht mal 5 Minuten direkten Kontakt. Das heißt im Vorbeigehen im Supermarkt. Wenn ich da jetzt natürlich 2 Minuten irgendwo an einer
bei den Bananen gestanden habe und geguckt habe, wie viele Bananen ich jetzt abwiege, dann habe ich da vielleicht noch ein bisschen länger gestanden oder vielleicht auch an der Kasse. Aber länger halt nicht. Und die ersten Symptome hatte ich ja gehabt am Montag, also und zwar am Montag nachts. Die Problematik war aber gewesen, ich hatte mir am Montagabend eine riesengroße Portion Essen gemacht. Ich hatte mich massiv überfressen, jetzt ernsthaft. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen, dann habe ich abends gezockt und ich hatte so einen Hunger und so einen Knast, dass ich dann erstmal ja, mir 5 Nackensteaks gemacht habe und 2 Burgerbrötchen dazu. Und dann habe ich mir auch noch fettige Soße reingeknallt und ich hatte mich komplett überfressen. Ich hatte auch gemerkt, so abends im Bett, so mein Magen war ultra voll. Boah, ey, ich hatte viel zu viel gegessen und dann hatte ich halt auch in der Nacht Kopfschmerzen. So. Also ich bin dann nachts irgendwann um 2, 3 aufgewacht, musste auf Toilette natürlich, musste mal groß und hatte dann aber auf jeden Fall Kopfschmerzen. Und ich dachte dann so, ja, okay, das ist halt ein Zeichen dafür, du Depp, du hast dich halt komplett überfressen. Ja. Ich hatte dann auch keine großen, jetzt ich sag mal, diese klassischen Erkältungssymptome oder sowas. Kein Naselaufen, kein Husten, kein Schnupfen oder sowas, gar nichts gehabt. Und war dann am Montag ein bisschen geschafft, sage ich mal. Da war ich aber einfach nur müde. Ich hatte halt ein bisschen Kopfschmerzen und war halt sehr müde, war so schlapp. Ja, und dann dachte ich halt so, naja, ist halt die Nachwirkungen von dem Fresstag, wo ich so übertrieben krass gegessen habe. Kann ja mal passieren, dass man dann ein bisschen schlechter drauf ist, wenn man sich so überfressen hat und Magenschmerzen auch hatte. Und ja, dann ist das halt so. Montag ist dann auch vorbei gewesen und ich bin dann am Dienstag halt zu dem Zeitpunkt war ja Dienstag gewesen. Da sind wir ja dann mit Susi und Uwe zusammen, weil wir das schon länger geplant hatten, zum See in Grünau, nicht Grünau, ist das Grünau unten? Ich weiß nicht, also irgendwo auf jeden Fall in Köpenick sind wir zum See gefahren gewesen. Und dort haben wir dann natürlich uns einfach, es war ja auch Bombenwetter draußen, das waren ja, weiß ich nicht, 32, 33 Grad. Da haben wir uns dann auf jeden Fall halt an den See begeben und haben halt erstmal schön gechillt, haben uns eine ruhige Ecke ausgesucht, haben dort unsere Decken ausgebreitet, so diese Strandzelte und sowas. Und dann haben wir ganz normal halt unseren Tag so verlebt, haben halt dort gechillt, sind da in den See gegangen, sind halt schwimmen gegangen und ja, easy peasy halt. Und aber über den Tag merkte ich dann halt auch so, oh, bist aber auch schon ganz schön fertig, so die ganze Zeit bist du immer erschöpft und so. Und da habe ich mir halt so gedacht, woran kann denn das liegen? Naja, erstmal nicht so zur Kenntnis genommen. Ich bin auch eh nicht so der kränkelnde Mensch. Ich bin ansonsten auch immer jemand, der halt ja eigentlich fast nie krank ist, kann man ja einfach wirklich so sagen. Ich habe zwar immer eine Jahresanfangsphase, so zwischen März und Mai, immer eine Phase, die immer sehr unangenehm ist, weil ich halt ein Pollenallergiker bin. Das bedeutet natürlich halt auch, wenn ein groß Pollenflug ist, Gräserpollen oder jetzt auch hier im Herbst jetzt, wenn nochmal diese Veränderung, also es ist ja nicht Herbst, es ist ja noch Sommer, aber ihr wisst ja, wir haben jetzt Mitte August, es wird langsam, die Tage werden wieder kürzer und Sonnenschein und so und etc. und die Bäume werden dann langsam braun und so, dann verändern sich ja auch wieder die Pollen und die Gräser, die sozusagen rumfliegen. Und das ist immer so eine Zeit, die bei mir ganz, ganz nervig ist. Weil dann habe ich immer so zwischendurch auch so Niesanfälle, das weiß ich halt. Das ist halt so von der Allergikum. Dann muss ich dann immer 1, 2 Tabletten Cetirizin nehmen und dann geht es mir gut und dann passt das halt immer. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgefahren mit dem Auto an dem Dienstag und ich fühlte mich halt schlapp und erschöpft und hatte auch dann, während wir halt am Strand waren, musste ich halt auch häufiger niesen so. Und dann dachte ich so zuerst, naja, okay, woran mag denn das liegen? Vielleicht hast du dich jetzt doch unterkühlt oder warst du doch zu lange im Wasser oder ein Hitzestich von der Sonne, war ja auch 32 Grad draußen, kann ja auch daran liegen. Dann sagte so die Mira, naja, das sind schon so diese Anfangssymptome von Corona, willst du dich jetzt nicht mal testen? Da habe ich gesagt, okay, na gut, machst du mal. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, einen positiven Antigen-Test am Dienstagabend. Das war aber schon halt sehr, sehr unangenehm und dann hatte ich halt auch in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch halt, mir war extrem heiß, sage ich jetzt mal. Also ich habe wirklich stark geschwitzt. Ich weiß nicht, ob ich Fieber hatte, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich Fieber habe. Aber ich hatte diesen
also mir war halt so heiß kalt, so schüttelfrostmäßig. Und da dachte ich halt so, naja, okay, scheiße. Und bin dann, wie gesagt, ja am Mittwochvormittag, nachdem ich wusste, dass ich halt an dem Schnelltester vom Abend halt Corona-positiv bin, in so ein PCR-Zentrum gefahren, also in so ein Covid-Testzentrum. Und mit dem, da habe ich mich dann halt testen lassen. Da habe ich ja auch extra das Video zu gemacht, weil ich musste erstmal 3 Stunden rausfinden, wo ich denn jetzt ein passendes Testzentrum finde, was mich PCR testet, wo ich kein Geld bezahlen muss. Weil müsst ihr euch ja vorstellen, wenn man sich so PCR testen lassen will, dann muss man dafür 60 Euro bezahlen. Das finde ich ist schon übertrieben teuer. Ja, und da ich aber positiven Antigen-Schnelltest hatte, konnte ich mich jetzt halt kostenfrei dort testen lassen. Ich bin dann dorthin gefahren, das habt ihr auch gesehen im letzten Video. Und dann habe ich halt erstmal dort gechillt und habe das alles abgecheckt. Und ja, so am Ende vom Lied war das halt, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt, das war letzte Woche Mittwoch zum Abend gegen 23 Uhr, da hatte ich dann das Ergebnis und dort war dann halt so ein CT-Wert von knappen 10,8 oder 10,11 Punkten drin gewesen. Also sehr stark ansteckend und sehr krank sozusagen. Ich selber habe davon, wie gesagt, nicht so viel gemerkt, weil ich selber auch gar nicht so krank gewesen bin. Ich hatte halt immer nur dieses Gefühl, dass ich ein bisschen ja erschöpfter bin als sonst, dass ich halt sehr erschöpft gewesen bin. Ich habe jetzt auch keine Probleme mit dem Atmen gehabt, also keine Atemnot, keine krassen Hustenanfälle, so wie die das immer beschreiben, keine laufende Nase, das ging halt alles. Und ihr merkt ja jetzt auch so jetzt, ich kann halt ganz normal reden. Das Einzige, was ich hatte, war, dass mein Rachen immer so ein bisschen gereizt gewesen ist. Da habe ich so, ja, so hinten drinne, ich weiß nicht, wie man das sagt, man hat ja hier oben die Nase, dann kommen die Nasennebenhöhlen und dann hat man hinten ja dort, wo die Nase in den Rachen bis zur Luftröhre übergeht. Und dort hinten, in dem Bereich, da hat es schon gebrannt und gestochen, das war halt unangenehm. Und ich hatte auch so ein bisschen Probleme beim Schlucken, weil das sich alles so, ja, scheiße angefühlt hat, sage ich jetzt mal. Und jetzt an sich, so muss ich aber sagen, geht es mir eigentlich wieder ganz, ganz gut so, ganz okay. Ich habe auch keine größeren Probleme gehabt. Mira hatte ja in dem Moment ja ganz andere Symptome gehabt. Die hatte ja wirklich sehr, 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 sehr starke Symptome gehabt. Die hatte ja Kopf- und Gliederschmerzen. Sie hatte ja massive Kopfschmerzen gehabt. Sie lag ja den einen Tag komplett flach. Da habe ich ihr wirklich im 2-Stunden-Rhythmus so ein Eiskühlakku gebracht, mit dem sie dann ihre Stirn kühlen konnte, weil wenn das Gehirn ja so stark anschwillt oder so eine Kopfschmerzen verursacht, ist das ja meistens, weil da halt eine Entzündung vorliegt oder irgendwas kaputt ist. Und durch Kühlen hat man ja weniger Schmerzen, sage ich jetzt mal, wenn man dort jetzt ja, damit zu tun hat, sage ich jetzt mal so ganz pauschal und lapidar. Und für mich ansonsten hatte ich jetzt auch keine größeren Probleme. Ich hatte weder Körperschmerzen, Gliederschmerzen noch irgendwie was anderes. Ich hatte halt immer nur so eine gewisse, sage ich jetzt mal, so eine innere körperliche Hitze gehabt. Also dass mir so ein bisschen warm war, sage ich jetzt mal. Aber nicht mal Fieber oder erhöhte Temperatur, sondern nur so das Gefühl, dass man halt, dass einem heiß ist, so ein bisschen, ja. Aber mehr halt auch nicht. Früher, weiß ich nicht, mein Vater und auch meine Eltern haben immer gesagt, das ist halt wie so eine normale Grippe oder wie so eine etwas dollere Erkältung. Kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Ja? Und hatte ich jetzt auch, also bis jetzt, mein Krankheitsverlauf ist genau so gewesen wie so eine etwas stärkere Erkältung. Und fand das jetzt auch nicht übermäßig anstrengend oder irgendwie schlimm oder sowas. Also hat eigentlich alles ganz gut hingehauen. Ja. Jetzt warte ich natürlich noch, dass die Mira auch negativ ist mit dem Antigentest. Da müssten wir morgen soweit sein, theoretisch. Also weil dann ja der zeitliche Verzug, der Abstand von Infektion zu Krankheit zu sonst was ja anders ist. Mira hatte auch schon beim ersten Test, also beim ersten PCR-Test, einen Antigenwert von 23,47 oder sowas. Also die war nah dran, weil die hatte ja auch so schlimme Symptome, muss man dazu sagen. Ich vermute einfach, dass ihr Körper da anders drauf reagiert hat und viel schneller viel mehr Antikörper gebildet hat als meiner, weil ich halt so einen milden Verlauf hatte. Ja, also ich weiß ja nicht, wie man das immer, was ist ein milder Verlauf, was ist ein schwerer Verlauf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich mir nur so vorstellen, dass deswegen die Mira halt schon automatisch einen höheren CT oder CDR-Wert hatte. Und bei ihr das wahrscheinlich dann auch morgen oder übermorgen soweit ist, dass sie dann auch komplett freigetestet ist und dass wir wieder alles machen können. Ja,
Ende vom Lied ist halt, dass es halt nicht die Killerkrankheit ist und nicht die überkrasse Mördergeschichte, die einen hier umbringt und wo sie dann damals noch vor 2 Jahren mit Hiobsbotschaften, man musste ans Beatmungsgerät und schlimme Pandemie und bla und blub und so, habe ich ja auch schon damals nicht für voll genommen. Also ihr könnt da gerne nochmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht an den Anfang des Videos schneide, aber ich habe ja schon Videos 2020 dazu gemacht, zu diesen gesamten Sachen, was Corona ist, wie das aussieht, was ich davon halte, wie das vielleicht am Ende sich verhält, da habe ich 3 Videos zu gemacht. Die verlinke ich alle hier oben am Bildschirmrand, links oben. Klickt da gerne rein, falls ihr sie noch nicht gesehen habt oder ihr euch nochmal meine Meinung von damals anhören wolltet zu der Corona-Geschichte. Und ja, jetzt habe ich es selber durch. Ich war ja ansonsten nie krank gewesen, habe mich ja auch impfen lassen und sonst was. Und Ende vom Lied ist halt, dass es halt nichts anderes ist als eine, ja, etwas dollere Erkältung, kann ich jetzt so sagen. Also für mich zumindest, für mich persönlich. Ja, damit will ich auch dieses Video auch schon beenden. Ihr könnt mir natürlich gerne noch in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal eine Corona-Infektion gehabt habt und wie das bei euch durchgelaufen ist. Also wie ihr, ob ihr krank gewesen seid oder nicht und wie sich das Ganze verhalten hat, ob ihr Fieber gehabt habt, was ihr für Begleiterscheinungen gehabt habt, ob ihr Appetitlosigkeit gehabt habt. Manche Leute sagen ja auch, dann hat man keine Geschmacksnerven mehr, kann nichts mehr schmecken oder so. Das würde mich wirklich interessieren, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid und heute dieses Video seht, dann würde ich mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr einen kostenlosen Abonnement noch da lassen würdet, um mich zu unterstützen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.